Wir verlassen die Gemfields und starten Richtung Westen. Unser heutiges Tagesziel ist 383 Kilometer weit entfernt. Immer wieder gehen heftige Regenschauer nieder. Und nach 2 Stunden gönnen wir uns eine Verschnaufpause in Jericho. Sieht genauso verlassen aus wie all die anderen kleinen Outback-Städtchen. Leider haben auch viele Läden inzwischen komplett geschlossen. Das Autokino sieht gepflegt aus, aber ob es noch genutzt wird, haben wir nicht rausgefunden. Den Fernzug, der hier gerade einfährt, haben wir heute schon mehrfach überholt. Hier scheint wirklich alles geschlossen zu sein, bis auf den Bahnhof und die Post. Das Café sieht komplett geschlossen aus, der kleine Kramladen mit dem kleinen Museum im Hinterhof ist komplett zu, alles ist dicht. Das ist eigentlich sehr schade. Na gut, also geht es weiter gen Westen. Der nächste Stop ist Barkaldine. Wir haben bis heute nicht gelernt, wie man das richtig ausspricht. 90 Kilometer und wir brauchen Diesel und ein bisschen was zu essen zum Mittag. So, ich versuch's nochmal. Barkaldine. Angeblich spricht man das so aus. Na gut. Also auch Barkaldine, auch Barki, wie die Einheimischen das nennen, ist sehr leer, aber zumindest haben hier die Restaurants auf, sodass man mittags was essen kann. Und eine Tankstelle finden wir auch. Am Bahnhof von Barkaldine steht der Tree of Knowledge, der Baum des Wissens, unter dem sich die Scharfscherer der Region 1891 während der Aufstände versammelten. Der Baum wurde 2006 vergiftet, es gelang aber, Ableger vom sterbenden Baum zu nehmen und die Sprösslinge wachsen in Barkaldine und in Brisbane. Der vergiftete Baum steht seit 1992 auf der Liste des Queensland Kulturerbes. Und 2009 wurde an der Stelle des toten Baumes ein Monument aus Holz errichtet, dem Baum nachempfunden. Die Blätter singen, wenn der Wind weht, wie ein Windspiel, weil die Holzstückchen, die die Blätter symbolisieren sollen, so aufgehängt sind, dass sie sich bewegen, wenn der Wind durch den Baum geht und aneinander schlagen. In der Infobox unten habe ich einen Link zu Wikipedia gesetzt, wenn ihr mehr zum Baum des Wissens lesen möchtet. Entlang der Hauptstraße finden sich viele Gedenkplatten und Monumente und das ist eine richtig interessante, ja man kann schon sagen Museumsstraße, die einem ein bisschen Geschichte der Region wirklich nahe bringt. Der Tank ist voll, der Magen auch, also geht's jetzt weiter Richtung Long Reach. Auf halber Strecke ungefähr liegt ein kleines Örtchen namens Wellshott und hier gibt es einen Pub, das Wellshott Hotel, das wie gerufen dafür ist, dass man einfach mal anhält und ein Päuschen macht, sich ein bisschen stärkt und ein kühles Blondes oder irgendeine Erfrischung zu sich nimmt.
Das Innere ist auch ganz lustig dekoriert. Überall an der Decke hängen alte Hüte mit den Namen der ehemaligen Eigentümer. Und wer nicht wusste, wohin mit seinem Wechselgeld, der hat es halt einfach an die Decke genagelt. Das haben wir auch schon in vielen Pubs und Outbacks gesehen. Finden wir auch ziemlich lustig. Und das ist nicht bloß die hiesige Währung, sondern da hängen Währungen aus aller Welt an der Decke. Am späten Nachmittag erreichen wir Long Beach und fahren direkt zu dem kleinen Caravan Park, auf dem wir eine Nacht verbringen werden, bevor es dann weiter nach hinten geht. Und was das Wetter betrifft, haben wir wirklich Schwein gehabt, weil das dann nachher zum Abend noch richtig heftig herging. Wir hatten ein schweres Gewitter mit Hagel und ja, Blitz und Donner und heftigen Winden, und wir waren ganz froh, dass wir dann da schon auf dem Campingplatz standen und nicht mehr unterwegs waren. Während Simon den Caravan parkt und aufbaut, habe ich mit Dudley einen kleinen Spaziergang gemacht auf der gegenüberliegenden, naja, Wiese kann man das nicht nennen, aber ich habe mich dann ganz schnell wieder verdünnisiert, denn das, was da auf uns zukam, war das, was wir dann nachher auch wirklich bekommen haben. Ich habe es aber noch trockenen Fußes zurück zum Caravan geschafft. Der danach folgende Sonnenuntergang war, ja, wie eigentlich immer im Outback, wunderschön. Und auf den Toiletten gab es natürlich wieder die obligatorischen Putzerfrösche, die Toilettenbecken und Waschbecken sauber gehalten haben. Ja, also es gab wirklich eine richtig heftige Dusche. Und am nächsten Morgen, als ich mit Dudley dann meine Runde gedreht habe, waren wir dann nach kurzer Zeit gute 5 cm größer, hatten wir das Gefühl. Also der Schlamm, der hing nicht nur Dudley an den Füßen, sondern auch unter meinen Flipflops, und das Ganze ja, zum Spaß werden lassen. Und so viel Wasser kam die Nacht runter. Während Simon im IGA unsere Vorräte aufstockt, vertrete ich mir mit Dudley in der Nähe die Beine. Er sagt den Viehtreibern im Drovers Monument ein bisschen Hallo. Aber ich glaube, mit dem Kaffee, den die da kochen wollen, dauert das bestimmt noch ein bisschen. Und deshalb gehen wir lieber zur Merino Bakery und holen uns da Cappuccino und ein paar Pies für die Stärkung unterwegs. Als wir Long Beach verlassen und in Richtung Westen weiterfahren, da sehen wir das Ausmaß der Unwetter der letzten Tage. Überall steht das Wasser und teilweise wirklich bis an den Rand der Straße. Also das hat sich hier wirklich richtig gelohnt mit dem Regen in den letzten Tagen. Und das ist wirklich gut zu sehen, weil ja das Outback von Queensland, nicht nur von Queensland, aber eben hier auch in der Region, unter einer immer noch anwährenden heftigen Dürreperiode leidet im Moment. Von Long Beach nach Winton sind es nur knappe 180 Kilometer. Auf ungefähr halber Strecke finden wir einen kleinen Rastplatz mit einem Toilettenhäuschen, vertreten uns die Beine und gönnen uns unsere Pies zum Mittag. Was wir auch nach so vielen Jahren hier in Australien immer noch genial finden, ist ja die Tatsache, dass die Toiletten an den Highways nicht nur sauber, sondern vor allem auch kostenlos sind. Und das kennen wir ja von Deutschland anders. Und vor allem hier in Queensland hat man da wirklich auch keine Probleme, selbst im Outback immer wieder mal einen Rastplatz zu finden oder in den Ortschaften eben wirklich die öffentlichen Toiletten, die wie gesagt kostenlos sind und in den allermeisten Fällen auch picobello sauber. Also das wünscht man sich eigentlich auch von Deutschland, aber na gut, das ist eben anderes Land, andere Sitten.
kurz vor Winden geht es links weg zum Freilichtmuseum des australischen Zeitalters der Dinosaurier. Ja, also wir haben jetzt nicht diese Touren mitgemacht, weil wir ja Daddy dabei hatten und die Touren 3 Stunden und länger dauern und wir den Hund natürlich nicht so lange im Karawan oder irgendwo lassen wollten. Aber wir haben gedacht, wir gucken uns das Ganze da oben mal an. Und ich meine, wir sind ja auch in Deutschland im Dinosaurierpark am Steinhuder Meer gewesen. Das ist ja ein wunderschönes Teil auch. Und das war schon spannend genug. Also wir waren jetzt nicht so heiß darauf, uns die australischen Fußabdrücke der Dinosaurier auch noch anzugucken. Aber die Gegend hier ist wirklich toll. Und das sieht man ja schon, wenn man die Aufnahmen aus dem Auto betrachtet, die Serpentinen hoch und die Serpentinen wieder runter. Wirklich schön hier. Hier oben am Parkplatz wurden ein paar Hundehütten aufgestellt, wo man seinen Hund lassen kann, wenn man das Besucherzentrum besuchen möchte oder eben die Touren im Freiluftmuseum mitmachen möchte. Das Museum selber ist ein Freiluftmuseum, wie gesagt. Man sieht also nicht allzu viel in dem Besucherzentrum selbst. Dort kann man praktisch nur Souvenir kaufen, Kaffee, Kuchen, was zu essen kaufen und eben die Touren selbst buchen. Und die Touren sind ja 3 Stunden oder länger und man kann dieses Museum nicht alleine ablaufen. Man muss wirklich diese Touren mitmachen. So, wir haben also Daddy da oben in den Hundehütten mal so für 20 Minuten alleine gelassen, weil wir einfach wissen wollten, wie er sich verhält, wenn wir sowas machen. Wir haben ihn im Blick und Hörweite gehabt und es ging vor allem, weil es heute eben nicht so ganz heiß war, die Sonne nicht geschonnen hat. Ich weiß nicht, ob wir da oben einen Hund lassen würden, wenn der Planet brennt und die Sonne da wirklich auf die Blechdächer knallt. Dann wird das in den Hundehütten so heiß, da würde ich wahrscheinlich keinen Hund überhaupt einsperren. Man kann aber, wie gesagt, die Hunde da lassen, wenn das Wetter es zulässt und kann sein eigenes Vorhängeschloss davor hängen, sodass der Hund wirklich sicher ist und man sicher sein kann, dass der Hund da auch noch ist, wenn man wieder zurückkommt. Daddy hat sich ganz super verhalten. Wir haben das erste Mal mit ihm gemacht und der hat da wirklich auf uns gewartet und hat gar kein Theater irgendwie gemacht. Das war schon mal schön zu wissen. Such a good boy, Dudley. Yes. Er hat noch nicht mal ausgetrunken. Good boy. Yes. Dudley. Ich muss ja Hallo sagen. Daddy, 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 gib mir Wasser. Hier, Daddy, da sind wir. Nicht auskippen. Lassen wir noch trinken am Auto dann. Nee, nicht mehr, Dudley? Bist du satt? Ja, eigentlich hatten wir geplant, hier oben auf der Anhöhe zu übernachten, Free Camping. Aber es sah nicht so aus, als ob das überhaupt erlaubt wäre. Also haben wir uns entschlossen, dann doch wirklich nach Winden reinzufahren und dort auf dem Campingplatz die nächsten 2 Nächte zu verbringen. Zumal das Wetter rundherum auch nicht so aussah, als wenn man da auf irgendeiner Anhöhe die Nacht verbringen möchte. Da kam nämlich richtig was runter und das zog immer näher an die Stadt ran.
Tischdecke für den Barbecue-Grill. Tisch. Winden liegt ca. 1150 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt von Queensland, Brisbane. Es hat ca. 900 Einwohner und liegt in einer ländlichen Region mit zahlreichen Rinder- und Schaffarmen. Winden ist vor allem aber für den Tourismus auch bekannt für die wie erwähnten Dinosaurier-Fußabdrücke und der Tourismus ist wirklich darauf ausgerichtet. Größte Bekanntheit erlangte Winden als Geburtsort des Songs Waltzing Matilda, der inoffiziellen Nationalhymne Australiens. Benjo Patterson schrieb den Song während seines Urlaubsaufenthalts auf einer nahen Farm im Jahr 1895. Im North Gregory Hotel in der Stadt wurde der Song zum ersten Mal aufgeführt. 1998 wurde in Winden das Waltzing Matilda Center eröffnet, das erste Museum, das diesem Song gewidmet ist. Ich hätte diesen Song als Musik gerne hier in diesem Video hinterlegt, aber ich befürchte da Urheberrechtsprobleme, weil ein sehr genialer, in Anführungsstrichen, Amerikaner der Meinung war, er müsse sich die Rechte an diesem Song sichern. Und um Probleme zu vermeiden, habe ich einfach nur einen Link unten in der Infobox gesetzt, und zwar zu der Version des Songs, die uns persönlich am besten gefällt. Waltzing Matilda ist Australiens bekanntestes Volkslied und wurde oft als offizielle Nationalhymne vorgeschlagen, ist es aber nicht. Das Lied erzählt die Geschichte eines Swagman, eines Wanderarbeiters oder Landstreichers, der an einem Billabong, also einem Wasserloch im australischen Outback, unter einem Eukalyptusbaum, dem Koliba, sein Lager aufgeschlagen hat. Er fängt einen herumstreunenden, aber nicht herrenlosen Jambak, das ist ein widerspenstiger, schwer zu scherender Widder, um ihn zu schlachten. Als der Eigentümer des Schafbocks in Begleitung von drei Polizisten erscheint, ertränkt er sich lieber selbst, als seine Freiheit durch eine Festnahme zu verlieren. So, das ist die Geschichte in dem Lied. Und es wird aber stark angenommen, dass diese Geschichte sich auf einen tatsächlichen Vorfall während des Schafscherer-Streiks im Jahr 1894 bezieht, wo es eben zu einem Vorfall kam, wo die Schafscherer einen Schafschuppen angezündet haben und bei dem Feuer mehrere Schafe starben, und der Eigentümer der Station hat dann versucht, mit Hilfe der Polizei den vermeintlichen Anstifter festzunehmen, und dieser beging daraufhin eben Selbstmord am Kongo-Wasserloch. Und die Geschichte des Songs hat wohl angeblich mit dieser wahren Geschichte Windens zu tun. Und wenn man schon mal in Winden ist, dann kann man sich ja auch Arnos Wall angucken. Wie soll man das beschreiben? Da hatte ein deutscher Auswanderer die Idee, seinen Haushaltsmüll und Sperrmüll eben nicht auf den Sperrmüll zu bringen und in die Müllhalde, sondern hat das in dem entsorgt, indem er eben einfach eine Mauer um sein Grundstück gebaut hat und dann da alles verarbeitet hat, was ihm in irgendeiner Form im Laufe der Jahre lästig wurde. Und jetzt ist es eine Touristenattraktion. Man kann es mögen, muss man aber nicht. Richtung fährt und zur nächsten Ortschaft will, dann sollte man vielleicht genug Sprit dabei haben. Die nächste Tankstelle ist ein Stückchen weiter weg. Und während wir jetzt auf dem Weg zum Long Waterhole sind, wo wir hoffen, mal ein paar Vögel und ein bisschen Wildlife zu sehen, erzähle ich euch noch ein bisschen was von Winden. Thank you.
Die Gegend um Winden wurde erstmals 1848 vom Entdecker Ludwig Leichhardt durchquert. Und 1866 ließen sich hier die ersten europäischen Siedler dauerhaft nieder. Im Jahr 1920 wurde in Winden die australische Fluglinie Qantas gegründet und nicht, wie oft angenommen, in Long Reach. Die Geburtswiege von Qantas steht in Winden. Wer sich wirklich mit der Geschichte von Qantas beschäftigen möchte, dem empfehlen wir das Qantas Museum in Long Reach. Hier in Winden haben wir da nicht allzu viel Informationen für gefunden, aber wir haben vor ein paar Jahren das Long Reach Qantas Museum besucht und das ist wirklich empfehlenswert. Das ist ein super schönes Museum, sehr informativ und ja, vor allem für die Herren der Schöpfung wahrscheinlich sehr interessant, weil man da wirklich auch viel Technik sieht. Und Brötchen. Also Hühnchenbrust und Brötchen mit Käse, Salat und süß-saurer Soße. Hühnchenburger, genau. Alle. Da gibt es bestimmt eine Lösung für. Das sind die richtigen Ventilatoren. Gleich mit ein bisschen Nebel versprühen, um das Ganze zu kühlen. Herrlich. So, nach 2 Tagen verabschieden wir uns von Winden. Und weiter geht's nach McKinley zum Walkabout Creek Hotel. Dieses Hotel steht schon seit langem auf Simons Bucketlist. Das ist das Hotel aus dem Film Crocodile Dundee. Und wir sind schon ganz gespannt, uns da ein bisschen umzugucken und zu sehen, wie das in Wirklichkeit aussieht.